Internet aus dem All. Was klingt wie Fiktion, ist tatsächlich bereits heute Realität. Die Commercers GmbH nutzt seit einem Monat das Projekt Starlink für besseres Internet. Grund dafür ist die schlechte Internetverbindung in Lübs. Der DSL-Basisanschluss kommt über 16 Mbit pro Sekunde nicht hinaus. Das reicht für das im Onlinehandel spezialisierte Unternehmen nicht aus. Na, mit einer 16.000er Leitung durch 15 Personen heißt das, für jeden bleibt ein Mbit übrig, wenn man es jetzt gleichmäßig aufteilt. Das heißt also, eine Videokonferenz ist möglich, wenn die anderen nichts tun. Aber das ist halt immer doof, wenn einer was macht und 14 nicht. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und da müsste natürlich dann eine entsprechende Lösung her. Die Hoffnung auf Hilfe von Seiten der Politik haben die beiden Geschäftsführer aufgegeben. Erst 2023 soll in Lübs eine Glasfaserleitung installiert werden. Deshalb lassen sich die Commercers von Elon Musk und seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX helfen. Starlink ist ein Tochterunternehmen von SpaceX und bietet Internet über Satelliten an. Dazu wurden über 1600 Satelliten in eine Erdumlaufbahn gebracht. Das Ziel des amerikanischen Unternehmens ist es, weltweit ungestörten Internetverkehr auch für entlegene Gebiete zu ermöglichen. Und das läuft auch in Lübs weitaus besser als der konventionelle DSL-Anschluss. Mit der Empfangsantenne auf dem Dach des Gebäudes wird eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit pro Sekunde erreicht. Es gibt tatsächlich noch von Zeit zu Zeit kleinere Unterbrechungen, aber die sind wirklich im Sekundenbereich. Und die Unterbrechungen, das ist natürlich alles statistisch festgehalten, die Unterbrechungen sind in der Regel in der Nachtzeit. Und wir haben eine tolle Latenz, wir haben eine 150.000er Leitung, das ist ungefähr das, was wir später über 2024, 2025 über Glasfaser bekommen werden. Das haben wir eigentlich schon heute. Vor 10 Jahren haben Oliver Hinsenbrock und Leonhard Graf von Schwerin das Unternehmen gegründet. Alles begann als Onlinehandel für Taschen der Marke Brie. Mittlerweile betreuen die 15 Mitarbeiter rund 50 Online-Shops verschiedener Kunden. Darunter namhafte Getränkehersteller und Brauereien, wie beispielsweise Flensburger, Jack Daniels oder Warsteiner. Mit der Internetleitung ist jetzt mal das eine Problem gelöst. Eigentlich gehen wir jetzt wieder zurück zu dem Problem zuvor, sprich das Finden von neuen Mitarbeitern, die dann halt begeistert die Digitalisierung von Prozessen und Unternehmen begleiten. Nicht nur als Hobby, sondern auch als Job. Ohne die Hilfe des amerikanischen Raumfahrtunternehmens wäre das Online-Geschäft laut Hinsenbrock kaum möglich gewesen. Durch das Internet aus dem All sind die Visionen für die Zukunft der Commercers GmbH bereits jetzt Realität.